Hallo und willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 24. Wenn ihr das seht, wünsche ich euch einen schönen Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und ich muss mich jetzt leider schon mal entschuldigen, weil der Vlog heute wird einfach... Also es passiert gar nichts heute. Ich habe heute einen Wimperntermin. Das heißt, ich muss alle Wimpern auffüllen. Wie ihr sehen könnt, habe ich gar keine mehr. Genau, die sind mir gestern auf einmal alle abgefallen. Das war so traurig. Dann muss ich heute den ganzen Tag arbeiten. Also weiß ich nicht, wie viel ich vloggen kann. Deswegen wird es morgen noch einen Vlog geben zum 25. Vorerst erstmal der letzte Vlog für Weihnachten. Und dann werde ich schauen, ob ich danach weitermache. Ja, genau. Ich hoffe, ich kann heute ein bisschen vloggen, weil heute wird es so krass voll. Und ich mache morgen die restlichen Adventskalender-Türchen auf, weil ich habe heute, ich glaube, ich schaffe das heute nicht. Heute bin ich mal in der Wimpernboutique. Das ist so eine Art Mischung aus Wimpernstudio und Café. Und das probiere ich heute mal aus und schau mal, wie das aussieht am Ende. So sehen jetzt meine Wimpern aus. Also ich finde es ganz gut geworden, oder? So, ich mache mich jetzt fertig für die Arbeit. Und dann sehen wir uns heute Abend, denke ich mal, wieder. Außer ich mache gleich noch irgendwas Spannendes. Ich habe mir jetzt noch, ich glaube, ein Stündchen Zeit oder so. Ja, also eine halbe Stunde zum Fertigmachen. Das reicht. So, ich bin geschminkt, ready und ich habe sogar es geschafft, meine Pinsel alle zu waschen. Und ich habe es geschafft, dass mein Sprachfehler immer noch bleibt. Ja, ich gehe jetzt zur Arbeit und dann, ja genau, dann muss ich heute Abend aufräumen. Also wird es wieder ein langer, 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 langer Tag. Aber ich weiß gar nicht, ob ich heute noch genug Vlogmaterial zusammenbekomme. Ich hoffe, heute beim Aufräumen irgendwie, dann zeige ich euch, wie ich aufräume. Oh Gott. Das ist nicht ernst. Also ihr kriegt auf jeden Fall noch weitere Vlogs, weil das heute, das kann ich irgendwie nicht rechtfertigen. Das ist heute ein schlimmer Vlog. So, ich bin jetzt endlich zu Hause nach 8 Stunden Arbeit oder so. Und wir haben gerade Pakete abgeholt. Ich wollte eins mal öffnen, weil ich nicht weiß, was drin ist. Also so ein Überraschungspaket. Überraschungspaket. Mal schauen. Oh mein Gott, Marie hat mir was geschenkt. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe gar nicht damit gerechnet. Lass uns schauen, was da drin ist. Marie, du Sau. Ich weiß, dass du das Video schaust. Oh, ich hasse dich. Also, ich liebe dich natürlich, aber Mann, du überraschst mich immer mit so gelungenen Überraschungen. Mal sehen, was drin ist. Ich verkacke jedes Mal den Umschlag, schreit sie. Oh, voll die schöne Weihnachtskarte. Meine allerliebste Kiese, ich wünsche dir wunderschöne, hoffentlich stressfreie Weihnachtstage im Kreise der Liebsten. Ich hoffe, dass du nach deinem Vlogmas wieder mehr Zeit für dich hast und Kraft für das neue Jahr. Wenn wir schon dabei sind, wünsche ich dir natürlich auch einen guten Rutsch mit Tata. Ich möchte auch gar nicht wieder so emotional werden wie zu deinem Geburtstag. Dann machen wir es kurz, fühle dich ganz fest gedrückt und weiß, dass ich an dich denke und dir alles Glück der Welt wünsche. Merry Christmas, deine Marie. Oh mein Gott, so viele Geschenke. Sie hat mir glutenfreie Kekse gebacken. Lecker. Ganz viele Kekse. Oh Marie, ich hasse dich. Glutenfreie Kekse, wie geil bist du denn? So, ich bin mal eben in mein Zimmer gegangen. Ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Es sind so viele Geschenke. Oh, ey, ich kann bald in dem Duft schwimmen. Sie weiß genau, dass es mein Lieblingsduft ist. Oh, Chanel Chance Tendre. Marie, du verwöhnst mich. Dann habe ich von Frozen ein Überraschungsei bekommen. Dann, was habe ich hier? Was ist das denn? Knabberröllchen für Ivy und Mello. Noch mehr Knabberröllchen. Was ist das hier? Ey, Marie, der Geschenkverpackung ist voll schön, ey. Oh, den Bäcker-Highlighter, Leute. Oh mein Gott, Marie, ich liebe dich so sehr. So, so tolle Sachen. Ich werde mich jetzt mit dem Plätzchen irgendwo verkriechen und mit Mai aufräumen. Marie ist wirklich einer der coolsten Personen, die ich kenne. Ich verlinke euch mal ihren Instagram unten in die Infobox. Ich bin ganz glücklich. Nach einem anstrengenden Tag ein Überraschungspaket. Ist das nicht schön? Oh, der Bäcker-Highlighter, den muss ich euch mal zeigen.
Der ist richtig gut. Der ist in so einer Verpackung hier. Das ist so ein voll gehypter Highlighter. Ein gehypter Highlighter. Und jetzt habe ich... Der ist so schön, Leute. Schaut den euch an. Oh Gott, das sieht man gar nicht, wie schön der ist. Naja. Glaubt mir einfach, der ist richtig, richtig schön. Der Bäcker Highlighter. Diese Kekse hat mir Marie gebacken. Die sind glutenfrei. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon 5000 Mal gesagt. Das sind einmal diese Marmeladenkekse. Dann hier so, weiß ich nicht, Schokoladenkekse oder so. Dann so eine pinken Kekse. Die sind auch voll süß. Aber die haben richtig gut geschmeckt. Ich habe schon ein paar gegessen. Boah, mal, was uns Marie geschenkt hat. Oh, kannst du den gleich mal einlegen? Ja, wir probieren es mal, ob die es schon machen. Mai sortiert gerade unser bestelltes Futter ein. Wir haben diesmal nur das hochwertigste Futter ever gekauft. Mhm. Grau und Mac. Grau und Mac. Oh, Mac gibt's auch für. Leute, ihr habt Designer. Designer Max. Essen Mac. Nein, Spaß. Max. Und Animonda. Und Animondi. Ivy. Oh. Huch, huch. Was ist das denn? Das ist Ergänzungsfutter. Ja, das gibt's immer nur einmal am Tag. Ach so, das Chesi ist Ergänzungsfutter. Chesire. Chesire. Ivy und Kartons, ey. Und Mello und irgendwie Styropor. Wenn man die mal Katzen können thunfischsüchtig werden. Echt? Dann verweigern sie alles für Thunfisch. Oh, da müssen wir aufpassen. Aber so sind bestimmt nicht diese crazy Katzen, oder? Ey, auch fantastisch steht es, wenn Katzen könnten, würden sie die Menschen töten. Echt? Ja. Oh mein Gott. Wenn man Ivy sieht, wie sie gerade den Arm anvisiert, dann könnte man das glauben. Raus jetzt! Ich mach das hier gerade alles ganz schön. Komm, wir probieren das mal essen. Da guckt ihr. Ivy in ihrer natürlichen Umgebung. So, mal probier jetzt mal die Liegemulde anzubringen. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin zu blöd dafür. Ich muss erstmal ein Foto sehen. Warte, ich muss es kurz studieren. Mach die Kamera weg. Bist du nervös? Ich weiß, ich hab's nicht hinbekommen. Oh, was die macht auf. Erstmal? Ach, das musst du erstmal fett. Oh, ich weiß es, ich weiß es. Ja, wie? Ja, ich weiß auch. Okay, ich weiß es nicht. Ja. Ganz easy. Und zwar? Wer möchte nach Weihnachten eine Roomtour von meinem Zimmer, damit ich euch zeige, dass mein Zimmer nicht in der Küche ist? Doch, dein Zimmer ist in der Küche. Nein. Cool. Spaß. Ich zeig euch mal was richtig, richtig krasses. Was ist das? Nee. Seht ihr das? Diesen Strich. Das ist die Küche und das ist mein Zimmer. Nein, aber mir macht das wirklich nichts aus, weil meine Schwester ist ja nie da eigentlich. Und dann schlafe ich immer in ihrem Zimmer. Und wenn sie da ist, bin ich eigentlich ja immer bei meinem Freund. Und es geht eigentlich voll. Wir kochen jetzt auch nicht so. Dafür durftest du ausziehen. Genau. Und zahl kaum Miete eigentlich. Das stimmt. Hast du mir schon die letzte Miete überwiesen? Nein. Weihnachtsgeschenke gebe ich dir im Januar. Okay. Zweimal dann. Kein Problem. I don't care. Guckt, da ist eine Abtrennung. Unsere Küche hat schwarzen Boden, mein Zimmer hat weißen. Oder Laminat. Du weißt es nicht, oder? Doch, ich weiß es. Okay. Chill doch mal. Ich weiß es, Digga. Warte, gucke. Guck und sieh zu und lerne. Hä, das ist voll weit unten, tja. Ich glaube, das ist nicht so. Das muss gerade sein. Ist doch gerade. Nein, das muss so. Geht nicht gerade. Gucke. Wir haben Schrott gekauft. Mann. Nein, es hat voll gute Bewertung gehabt. Shit. So. Siehst du, jetzt musst du nur das nur gerade machen. Warte. Ja. Gucke. Mach die Heizung noch an und dann gehen die gleich bestimmt drauf. Pack noch ein paar Leckerlis drauf. Ist es stabil? Lasst die Putzorgie beginnen. Also, ich bin für die Küche, für mein eigenes Zimmer und für Wohnungssaugen zuständig. Meist fürs Bad, Wohnzimmer, eigenes Zimmer zuständig. Huhu! Was ja eigentlich auch in der Küche ist.
Ja, ich fange mit der Küche an, mit der Geschirrspülmaschine. Also wenn hier irgendwie mein BH irgendwie halb rausguckt, tut es mir leid. Aber ich bin am Putzen, Putzen, Putzen. So, 0 Uhr, fertig aufgeräumt und ich hasse das, wenn ich die Kamera anmache und etwas sagen will, aber vergessen habe, was... Ja, ihr merkt, ich bin schon sehr groggy. Ich werde jetzt den Vlog hier bearbeiten. Und damit ihr morgen früh ein Video habt, weil ich muss morgen früh, habe ich meinen letzten Arbeitstag. Und deswegen kann ich, morgen muss ich relativ früh raus, also ich muss morgen um 6 aufstehen oder so. Das heißt, ich werde wieder nur 4 oder 5 Stunden schlafen. aber es ist nicht so schlimm, danach wird es richtig entspannt, weil morgen muss ich dann nur bis 14 Uhr arbeiten. Danach bringe ich mal zu Ben und die Katzen halt rüber, weil sie die Weihnachtstage bei ihm verbringt. Ja, und dann geht's auch schon zu Mama und Papa. Und dann hoffe ich, dass ihr morgen einen schöneren Vlog erleben werdet. Ich wünsche euch heute Abend, wenn ihr das Video jetzt seht, dann heute Abend einen schönen Heiligabend. Und viel, viel Essen nicht vergessen. Wuhu! Wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Vlog. Und dann vorerst mal der letzte Vlog.